Herzlich willkommen bei BubiTV, eurer Videoergänzung auf Mädchenhund.de. Und heute sprechen wir über den Boneguard von Trixie. Da seid ihr wahrscheinlich über den Artikel gerade rübergekommen. Falls nicht, findet ihr den Artikel dazu unten in der Infobox. Ein kleiner Hinweis für unsere pfälzischen Freunde. Das ist kein Boneguard, das ist ein Boneguard. Also Knochenwächter auf Deutsch. Was es ist, was es kann, was wir gut daran finden, was wir schlecht daran finden und wie ihr selber dafür Zubehör herstellen könnt, weil ihr müsst sonst nämlich die Leckerlis von Trixie kaufen. Ihr könnt aber alles, wirklich alles, was durch diese Öffnung passt, damit reinnehmen. Und wie ihr das macht, verrate ich euch am Ende des Videos. Ihr könnt auch gerne vorspringen, dafür habe ich euch auch in der Infobox unten einen Link reingesetzt. Falls ihr wieder herkommt, um euch das Tutorial anzusehen, einfach draufklicken und ihr gelangt direkt zum Tutorial-Part. Der Boneguard von Trixie wird eigentlich im Artikel sehr gut behandelt. Es ist nichts anderes als dieses Silikon, Plastik, was auch immer. Es soll umweltverträglich und natürlich kinderhundeverträglich sein. Mit einer kleinen Schnur dran, damit man es, ich weiß nicht, werfen kann, wiederfindet, aufheben kann, was auch immer. Das Wichtigste ist aber diese Öffnung mit dieser Feststellschraube, die ihr hier seht. Was wir nicht wussten, es ist kein Klemmmechanismus. Ganz wichtig, ihr könnt also nicht einfach etwas reinstecken und dann damit festschrauben. Nein, ihr braucht Leckerlis, die ein Loch haben. Die Leckerlis werden hier eingeführt und dann könnt ihr quasi die Schraube durchführen und das Ganze festschrauben. Dadurch muss man ihn lassen, ist das Leckerli natürlich auch super fest oder die Kaustange oder was auch immer. Banane. Und kann von eurem Hund nicht einfach rausgezogen werden. Das heißt, er kann sie abknabbern langsam, aber er kriegt es nicht hin. Also unsere hat es noch nicht hingekriegt, ein Endstück zu produzieren, was er verschlucken könnte, was er dann wieder, ja, auswirkt. Wir hatten das ein paar Mal, es ist unangenehm, es muss einfach nicht sein. Da hilft dieses Tool für einen relativ günstigen Preis tatsächlich weiter. Was jetzt natürlich der größte negative Punkt vorerst beim Auspacken war, sind die Kaustangen, die wir von Trixie besorgen sollten. Aber wir haben einen Workaround dafür gefunden. Wie gesagt, gleich mehr dazu. Geeignet ist das Produkt für große Hunde, für kleine Hunde, eigentlich für alles, was kauen kann. Ihr müsst halt einfach die Leckerli-Größe anpassen. Der Rest des Produktes bleibt, wie er ist, weil er soll ja nicht bekaut werden. Fazit, gutes Ding, seinen Preis wert. Und jetzt geht's in die Werkstatt meiner Man Cave, damit wir ein paar Leckerlis aufbauen können. Wie das funktioniert, wie ihr das selber machen könnt und welche Maße ihr da braucht, das zeige ich euch genau. Willkommen in der Werkstatt. Alles, was ihr heute braucht, ist ein Akkuschrauber, ein Hammer und eine Schraube oder alternativ eine Ahle. Oder alternativ ein Körner, dann ein kleines Stückchen Holz, auf das ihr bohren könnt, also etwas, was eure Oberfläche beschützt. Ein Messer zum Öffnen der Packung von Leckerlis, die ihr präparieren wollt. Natürlich braucht ihr auch diese Packung. Und zu guter Letzt natürlich den Boneguard mit dessen Schraube. Ich habe die Arbeit für euch schon mal gemacht und diese Schraube gemessen. Das sind genau 6 mm und ich empfehle euch einen Holzbohrer. Wie ihr jetzt einen Holzbohrer von anderen Bohrern unterscheiden könnt, zeige ich euch ganz kurz in dieser Grafik, die ich nebendran einblende. Wir machen direkt weiter. Ihr habt die Packung bereits geöffnet mit dem Messer. Wupp! Und nehmt euer erstes Leckerli raus. Ihr könnt so gut wie alle Kaustangen-Leckerlis nutzen, die hier in diese Öffnung passen. Auch wie dieses Stück hier zum Beispiel, das nur grob und gerade so reinpassen. Die funktionieren auch mit dem Boneguard. Wir nehmen unser Leckerli, führen es in den Boneguard ein und machen jetzt ein Loch. Ich mache das mit dem Körner, ihr könnt das aber auch mit einer Schraube und einem Hammer machen. Das zeige ich euch beispielsweise nochmal auf der anderen Seite. Da müsst ihr ein bisschen trickier vorgehen, denn ihr nehmt die Schraube, setzt sie an, in das Loch des Boneguards, auf das Leckerli drauf und gebt ihnen 2, 3 Stöße mit dem Hammer. Was ihr jetzt erhaltet, sind kleine Markierungen auf dem Stück selber. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. In diesem Fall ist es hier, da hat mein Körner eingeschlagen. Das heißt, genau dort muss ich mein Loch bohren. Ihr nehmt den Akkuschrauber. Tipp übrigens, wenn ihr vorne festhaltet und rückwärts stellt, dann öffnet sich hier vorne die Öffnung, in die ihr den Bohrer reinführen könnt. So, wir haben ihn jetzt ins Futter eingelegt. Jetzt nehmen wir unsere Opferplatte. Ich nenne sie einfach mal Opferplatte, weil wir beschützen unsere Oberfläche damit. Legen unser Leckerli darauf und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist in die Bohreinstellung des Akkuschraubers. Das ist meistens die 2, es gibt 2 Stufen, die 1 für, ich sage jetzt mal, trägere Arbeiten, die viel Kraft brauchen, die 2 für schnelle Arbeiten, wie Bohren zum Beispiel. Ihr setzt den Bohrer möglichst gerade an, wie ihr hier seht, also in einem rechten Winkel und bohrt einfach durch. Bevor ihr jetzt allerdings das Ganze in den Boneguard einführen könnt, empfehle ich euch nochmal von der anderen Seite Freihand das Loch ein bisschen zu weiten und das Ganze nochmal hier zu machen. Dann passt es besser in den Boneguard rein. Jetzt natürlich die Kaustange oder das Leckerli in den Boneguard einführen, bis ihr das Loch seht. In diesem Fall sind wir hier angekommen. Ihr führt die Schraube ein, durch das Loch durch, dreht um, setzt die andere gegen Mutter an, schraubt das Ganze zu und schon habt ihr eure Leckerchen konvertiert. Wenn ihr eine Ständerbohrmaschine oder was ähnliches bei eurem Mann oder eurer Frau in der Werkstatt habt, könnt ihr natürlich große Stückzahlen relativ schnell machen, indem ihr euch ein Muster macht. Die anderen Stücke dann, ich zeige das kurz, die anderen Stücke hieran anlegt einfach und hierdurch direkt bohrt.
Das heißt, ihr habt schon ein Stück gemacht, was ihr gemessen habt, mit der Ahle markiert, beziehungsweise den Körner. Und jetzt könnt ihr ganz einfach bop, 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 bop da durchbohren. Das geht natürlich auch auf der Holzplatte, um das einmal zu zeigen. Leckerli drauf an. Ich werde jetzt schief bohren, weil ich das Leckerli nur schief anlegen kann, aber im Endeffekt ist es eine rechtwinklige Bohrung. Und schon habt ihr das nächste fertig. So könnt ihr große Stückzahlen der Leckerlis relativ schnell machen und müsst sie nicht teuer kaufen. Ihr könnt also die Kaustangen und Produkte benutzen, die ihr habt, und sie selber umrüsten mit einem 6er-Bohrer, einer kleinen Platte, damit ihr eure Oberfläche nicht kaputt macht. Und das war's eigentlich schon. Von mir herzlichen Dank für euer Zusehen. Ihr kriegt die ausführliche Review mit allen Details und allen Links auf dem Blog mädchenhund.de. Und Pauline wird darüber noch ein bisschen mehr schreiben, noch ein bisschen tiefer schreiben, was ihr daran gefällt und was nicht. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Danke, dass ihr bei BubiTV, der Name ist natürlich selbst gewählt, herzlichen Dank dafür, eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Und vergesst eins nicht. Abonnieren. Abonnieren. Bonieren. Abonnieren.